Guten Morgen Traderinnen und Trader mit einem Blick hier um 8:30 Uhr auf die Märkte im Speziellen heute mit Euro Austral Dollar Euro Japanischen Yen und wir schauen mal wieder rüber zu unseren britischen Nachbarn hier in den Fuji 100 Fragen natürlich wie immer gern und auch willkommen an alle Live Zuschauer mit der Bitte Fragen gerne in die entsprechenden Chatfelder hier bei uns auf Facebook beziehungsweise auch auf GoToWebinar. Da habe ich heute aufgrund von technischen Sachen nicht den direkten äh, ja, Zugriff sozusagen, aber die Elena ist so nett und gibt mir Bescheid, wenn hier Fragen sind. Damit gehen wir gleich mal in den Klassiker hinein, nämlich den Risikohinweis. Der muss an dieser Stelle selbstverständlich sein, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen. Ganz, ganz lieben Dank für die vielen guten Morgengrüße. Das freut mich sehr. Und wie schon gesagt, fragen bitte direkt in die Chats hinein. Und dann machen wir hier weiter mit der Vorbereitung und klar den Blick auf die aktuellen Tagesnachrichten. Heute kam schon was. Aktuelle Nachrichten aus Deutschland. Wir haben bekommen, hier haben wir es drinnen, die Einzelhandelsumsätze für den Monat. Prognose war 0,5 plus. Richtige Zahl minus 0,6. Also es schwächelt weiterhin bei den Einzelhandelsumsätzen. Man muss das Ganze beobachten. Wenn das Ganze nachhaltig wird, wir haben es ja gemerkt, wenn die Leute wieder anfangen, das Geld etwas mehr zurückzulegen, weil möglicherweise unsichere Zeiten kommen könnten, dann könnte das ein Bild sein, was sich in den nächsten Monaten auch verhärtet. Warum machen die Leute das? Wir hören es mittlerweile auch aus der deutschen Wirtschaft. Es wird rundrum immer mal wieder zu großen Stellenabbau Gerüchten, beziehungsweise dann auch tatsächlich auch zu den Nachrichten kommen. Wir haben es gehört, was die Deutsche Bank beispielsweise macht. Das ist schon eine richtig große Hausnummer. Und die Deutsche Bank ist da nicht die einzige, die sowas hier mit auf der Uhr hat. Deswegen. Wird das wahrscheinlich immer mal wieder kommen. Ansonsten aus Großbritannien hier um 10.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe und um kurz nach vier spricht Bank of England Governor Carney das dazu am Nachmittag bzw. Zur Mittagszeit sogar schon um 12.35 Uhr. Seltsame Zeiten heute, aber nun so ist es. Da spricht ein FOMC-Mitglied das Ganze am Abend um 17 Uhr nochmal und um 22.30 Uhr einen kleinen Blick schon Richtung Öl hier, der API Rohöl lagerbestand Wie schon gesagt, Öl ist momentan ein heißer Sektor, genauso wie Gold. Warum hier im Öl beispielsweise? Da tagt die OPEC, da geht im die Nachrichten wendern, um dass es zu Förderkürzungen kommt, bzw. der Ölpreis stabil gehalten werden soll. USA ist nicht dabei, die machen wie immer ihr eigenes Ding. Aber es bleibt auf alle Fälle sehr, sehr interessant und diese Charts müssen wir auch immer wieder auf der Uhr haben, wenn es hier gute Handelssignale entsprechend auch gibt. Und wo wir jetzt an dieser Stelle bei den Handelssignalen sind, würde ich sagen, schauen wir einfach mal hier in unseren Meta-Trader mit dem Stereo-Trader add on-Rein. Und starten mal mit dem britischen Aktienindex hier das Kürzel UK 100. Was war das gestern für ein Feuerwerk an den Märkten rund um den Globus sind die Indizes ordentlich nach oben gesprungen. Wir haben das auch bei anderen Werten gesehen hier Vertreter dazu den S&P 500 schaut ordentliches Gap nach oben geschnappt auf ein neues Allzeithoch im DAX das gleiche Bild hier an dieser Stelle Der Markt ist nach oben geschossen in die Widerstände rein, verharrt dort etwas, wir sehen, wie es weitergeht und wie schon gesagt, weil man ja auch gut diversifizieren kann, DAX bespreche ich gerne noch einmal, wenn es gewünscht ist, kurzer Hinweis einfach hier auf Facebook, dann mache ich es direkt im Anschluss, ja, dann gehen wir mal vom DAX rüber auf den britischen Markt, ganz einfach, weil man ein Depot natürlich oder hier im Portfolio natürlich auch verschiedene Märkte miteinander kombinieren kann und warum sollen wir das denn hier an dieser Stelle auch nicht machen. Also, was steht hier im Chart geschrieben? Wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, dann sehen wir jetzt hier einen Aufwärtstrend, der ein ganzes Stück weit in seiner Bewegung drinnen steht. Das heißt, Korrekturen sind wie immer möglich. Das ist ganz klar bei weit gelaufenen Bewegungen. Allerdings ist es schön zu sehen, was der Markt hier macht. Warum? Ganz klar, gestern haben wir gesehen, mit dem Gap eröffnet, gut. Innerhalb des Tages, die Kurse haben nahezu dort wo sie eröffnet haben, aber es war schön zu sehen, dass direkt hier an diesem Level äh, quasi noch vor dem Gap Close äh, die Kaufnachfrage direkt wieder reinkam. Ja, wir haben ja hier das Level um die 7.469 Punkte-Marke, wo sich dieser Trend fortgesetzt hat. Da auf dieser Linie ist der Markt aufgesetzt und hat gleich wieder hochgekauft. Das heißt, wir haben jetzt einen schönen intakten Markt nach oben und hier wird es jetzt sehr, sehr spannend zu sehen. Wir stehen schon relativ nah. Was am gestrigen Tageshoch passiert. Das Tageshoch hat, wir sehen es mit der Marke von 7530 Punkten, hier dieses Hoch hier drüben rausgenommen. Das heißt, das war das Hoch, bevor der Markt so deutlich abverkauft hat. Jetzt stand er da. Wenn er das rausknackt, ich zoome mal kurz etwas weiter zusammen, dann haben wir gute Karten hier diesen Widerstand hier drüben rauszunehmen, Marke 7557 und dann ist der Weg frei hier oben hin in die höheren Bereiche, beziehungsweise ein kleiner untergeordneter Anlaufpunkt wäre dann hier drüben diese Marke. Ich hänge auch gleich mal noch ein Preisschüttchen dran hier. Das ist ungefähr ganz grob das Level von 7600 und ein paar in die 40 Punkte. Das ist das, was hier auf uns wartet, wenn der Markt tatsächlich stark bleibt und ordentlich nach. Nach oben mit läuft. Das Ganze sehen wir wirklich, wenn wir hier Stärke reinbekommen. Das heißt, hier müssen dann tatsächlich Kauforders liegen beziehungsweise andere Händler in den Markt reingehen, damit wir hier neue Jahreshochs schreiben können. Und darauf warten wir hier an dieser Stelle. Und das Ganze sieht man, wie schon gesagt, sehr sehr gut. Wer sich das Ganze in den Charts anschauen möchte, wenn wir das hier an dieser Stelle über die Stunde zum Beispiel machen. Gut, wer es klein haben möchte in diesem Ausbruchbereich hier oben, da macht die Stunde natürlich überhaupt keinen Sinn. Da muss man dann in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen. Nur wir sehen ja dann, dass wirklich Stärke reinkommt. Also wenn Stärke kommt, das sind dann solche längeren Kerzen, die dann auch nach oben laufen. Das ist ja das, was wir sehen wollen und das ist das, was der Markt uns hier auch hoffentlich bald zu verstehen gibt. Wie es weitergeht, heißt also hier an dieser Stelle, was wir gesehen hatten, war hier die Korrektur der letzten Bewegung, jetzt geht der Markt schon wieder hoch und wenn er drüber läuft, dann haben wir wirklich die Karten auf unserer Seite für weitere Kursanstiege. Dasselbe natürlich umgekehrt, wenn es nach unten gehen sollte, dann haben wir hier die entscheidende Marke am Tagestief von gestern, hier um 7463 Punkten. Das Ganze dann hier an dieser Stelle zu sehen. Momentan möchte der Markt aber eher hoch als runter. Und wie schon gesagt, hier, ich klemme mal kurz noch eine Linie oben dran. Das hier war das Tageshoch. Von gestern und wenn wir dort wirklich Stärke reinbekommen, dann schiebt es den Markt nach oben. Und wir sehen jetzt auch in den fünf Minuten, dass der Markt hier schön nach oben trendet. Wir sehen es hier, die Korrektur ist am Lauf und jetzt schön läuft der Markt hier Schwung Stück für Stück nach oben. Wie schon gesagt, tageshoch. Wäre wichtig, dass wir drüber gehen und damit drüber bleiben. Und dann ist der Weg nach oben hin erst einmal frei. So. Das wäre hier geklärt und bei freien Wegen gehen wir jetzt einfach mal rüber auf die Währungsseite. Wir schauen hier gerne in die Währungen rein. Heute aktuelle Handelsidee hier im Euro japanischen Yen Lüttger. DAX mache ich, sobald ich die Handelsideen durch habe. Euro-Japanisches Yen verortet aktuell im Abwärtstrend. Wir sehen es, Korrektur ist weit gelaufen in diesem Bereich hier oben rein in den letzten, ja sage ich mal Widerstand um die 123,174 und da haben wir es gesehen. Da kannte der Markt gestern kein halten mehr hier oben, hat er das hochgeschrieben bei 123,355 und danach kannte der Markt nur noch die Abwärtsrichtung. Stopp hier kurz über diesem Tagestief, was ich markiert habe, bei 122,81. Und da sehen wir, das hat der Markt aktuell mal nach unten verletzt und kommt jetzt ein Stück weit hoch. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Regressive Phase, progressive Phase, hin und her. Wir haben jetzt hier einen Markt, der sich nicht so richtig entscheiden kann. Äh, hier haben wir ein höheres Tief gesehen bei 120,949. Hier oben haben wir gesehen, dass der Markt doch darüber rausgelaufen ist. Das heißt, rein aus technischer Sicht haben wir jetzt hier untergeordnet einen Abwärtstrend. Das heißt, dieser Trend an sich könnte richtungsgebend sein. Mit Blick nach oben hin haben wir hier das letzte Trend hoch dieses Abwärtstrends, das liegt auch hier im Bereich dieser Trendfortsetzung hier bei 123,745, das heißt, wenn der Markt nach diesem gestrigen Schub nach oben heute direkt wieder nach hoch dreht, ja, dann haben wir hier oben den Widerstand, bzw. das Tageshoch von gestern mit im Blick, solche Kerzen sind ja immer mal möglich, da ist alles also drinnen und hier an dieser Stelle jetzt schon die erste Umkehr da, bleibt es dabei, haben wir gute Karten nach oben zu laufen, nehme ich wieder in Richtung dieser ersten Dynamik hier und das wäre dann ein gutes Zeichen für die Trendfortsetzung in diesem Bereich. Kommt es allerdings anders, dass der Markt tatsächlich diese massive Umkehr spielt, dann ist das hier nur ein kurzes Luftholen und dann haben wir den Markt nach unten zu sehen. Anlaufpunkte sehen wir hier im normalen Trendverlauf auch mit. Hier die 121,649. Das ist ein Marker, da haben wir hier unten schon mal angehalten. Das ist ein Support, weil die Märkte oder die, die Preise an dieser Stelle direkt wieder angestiegen sind. Und dann selbstredend hier 120,949. Das ist ein Level innerhalb dieser aufsteigenden Marke, das definitiv auch Marktbeachtung findet. Das Ganze sehen wir auch sehr, sehr schön im Verlauf der Stunde. Hier mache ich mal kurz klein. Da sehen wir diesen hervorragenden Aufwärtslauf. Und wie schon gesagt, es ist momentan eine Phase, die ist nicht ganz so einfach, weil wir haben diesen Aufwärtstrend definitiv gebrochen. Wir haben hier einen laufenden Abwärtstrend. Das heißt, das ist jetzt ein Markt, der gerade gut für die kurzfristigen Trader ist. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn man doch etwas nach oben möchte und sich beispielsweise erst einmal hier an diesem Abwärtstrend orientiert, dann kann man ja ganz leicht mit den Fibonacci-Retracements oder aber so wie ich es mir hier angepasst habe mit den Prozenten, aber das kann ja jeder handeln, wie er selber möchte, ähm, hier einfach runterziehen. Dann haben wir die Bewegung und dann weiß man erstmal, okay, hier haben wir ein paar Levels drinnen liegen. Dann haben wir hier das Ausbruchsniveau ähm, nach unten hin, wo der Trend sich hier unten runtergeschoben hat. Das wäre ein Korrekturlevel. Heißt also, wenn die kleinen in fünf Minuten jetzt mal Luft holen und die Korrektur dieses Ganzen machen, dann kann man das gut und gerne traden, wenn das Ganze hier oben rumdreht. Ja? Man kann ja auch das Ganze aus der Korrektur heraus dann hier nach unten traden. Das wäre dann die Bestätigung. Von dem Ganzen nach unten hin heißt also, das Umkehrsignal von gestern wird bestätigt, dann hier die Korrektur nutzen, um hier schön nach unten mit rein zu traden und dann hier die Avisierungen unten rein in die Support Levels. Und das ist auch das, was wir hier schön im Stundentrend auch wieder sehen. Hier. Das Korrektur-Tief um die Marke von 121 knapp 650 und hier unten haben wir dann die 120,949, wo das Ganze auch mit angefangen hat. Das sehen wir sehr schön über die Stunde und wie schon gesagt, wer das Ganze auch in den kleinen Zeiteinheiten traden, traden möchte, wir gehen mal eben hier in die 5 Minuten rein, der steht momentan an, an einer sehr, sehr schönen Stelle, weil wir sehen es hier, dieses Level hat eine Marktrelevanz gehabt. Hier ist der Markt eine ganze Zeit flach seitwärts gelaufen. Und wenn wir tatsächlich hier drüber Stärke reinbekommen, das wäre dann ein Argument dafür, dass wir hier weiter nach oben laufen könnten. Und wir sehen es ja auch, der Markt trendet hier schon wieder hoch. Jetzt brauchen wir halt einfach nur die Fortsetzung. Und dann können wir hier auf steigende Kurse wieder erstmal ein Stück weit reingehen. Wichtig, die Stunde ist hier im Abwärtslauf drinnen. Das muss man wissen, dass man da sich richtig entsprechend positioniert und die Ziele nicht zu weit weglegt. Man tradet hier, das muss man wissen, gegen die aktuelle Richtung und dies im ganz kurzfristigen Bereich eher abwärts zu sehen, wenn wir uns die Stunde hier mit anschauen. Und damit zur zweiten Währung für heute, mal wieder euro australdollar Ein Markt, der häufig ordentlich Bewegung hat. Wir sehen es ja hier, wenn einmal eine Richtung da ist, wird die gerne mitgenommen. Wir hatten vor, naja, vier, fünf, sechs Tagen hier, wir sehen Abwärtsdruck ohne Ende. Gestern dann allerdings sind die Händler von der Käuferseite mal wieder in der Überzahl gewesen und haben hier eine ziemlich große Kerze entstehen lassen, die doch eher einen bullischen Eindruck als einen bärischen Eindruck gemacht hat. Warum, das schauen wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten an, an dieser Stelle. Hier müssen wir einfach sehen, was ist denn passiert. Wir sehen es hier. Wir haben ein Support-Level um die Marke von 1,61,855. Wir haben hier unten ein Trendtief bei 1,60,500. Das wäre hier auch eine Marke, die der Markt ohne Weiteres noch anlaufen könnte. Aber wir schauen ja auf diesen Titel nicht für hätte, wäre, wenn, sondern es gab ja hier gestern direkt eine Situation, wo man sagt, da kann man durchaus mal hinschauen, weil es wäre gut denkbar, dass wir nach diesem Schub hier, nach dieser trendbrechenden Bewegung auch wieder mit nach oben gehen. Und das sehen wir schön in dem Chart der Stunde. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Das hier ist der laufende Abwärtstrend gewesen und der wurde gestern definitiv hier oben rausgenommen. Das ist das Erste, da können wir mal einen Punkt runter machen. Das Zweite, was jetzt allerdings kommt, ist, hier sind wir schon mal wieder unter das Tief gelaufen, wir haben zwar direkt wieder Käufer gefunden, nur wir wissen jetzt natürlich noch nicht, ob wir wieder bullisch agieren und in die steigende Richtung laufen oder nicht. Dafür ist die Kerze gestern sehr groß gewesen, ist also sozusagen ein sogenannter Außenstab. Und an den Begrenzungen wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Und das ist das Schöne, was wir hier gerade jetzt in diesem Markt sehen. Wir haben die Begrenzung oben, wir haben die Begrenzung unten. Also hier ist der Deckel oben drauf und unten haben wir ihn hier. Und jetzt stehen wir halt schon unten. Und da kommt jetzt halt die Frage: Wofür wird der Markt sich entscheiden? Hoch oder runter. Und weil wir hier an der unteren Marke stehen, ist es halt relativ schnell geklärt, ob wir hier tatsächlich abprallen, also hier wieder nach oben mit reinsteigen, oder aber ob wir weiter runterbrechen. Sollte es hochgehen, wie schon gesagt, ist erstmal eins wichtig. Wir müssen uns schauen, was passiert hier oben am Tageshoch. Im Kleinstbereich, also in den fünf Minuten, ist das durchaus tretbar. Wir haben ja hier eine weit genug äh, ausfallende Range. Schiebt es den Markt tatsächlich drüber, haben wir nach oben ein paar Anlaufpunkte. Ich habe hier mal ein paar rausgenommen hier an den entsprechenden Trendhochs, die Marken, die Beachtung gefunden. Wir haben hier oben in dieser Bereich zwischen 163.4 und 163,5, beziehungsweise hier drüben die 162,98 in etwa. Das sind die Marken, die jetzt hier vor uns stehen. Aber die Entscheidung ist natürlich noch nicht gefallen. Und wie schon gesagt. Fällt der Markt unter die Kerze von gestern, dann war es nur ein kurzes Strohfeuer und wir müssen uns weiter runter orientieren. Das heißt, dass dieser Schub dann da kurz Luft geholt hat und dann geht es weiter runter. Wie schon gesagt, nach unten. In Hamburg dann Marker liegen hier. Das Korrektur-Tief bei 1,60.500 wäre dann der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite. Schöne Bewegung hier im Euro-Australer und damit. Sind diese Dinge erstmal durch und ja, muss sagen, dann schauen wir mal einfach in den DAX. Ludger, du hast dir den gewünscht, das machen wir gerne. Das heißt, wir klicken einfach mal hier in den Tageschart vom DAX rein und wir sehen hier den DAX. Ich habe das in der Vorbereitung auch mal ein bisschen skizziert, ebenfalls hier in der weiten Bewegung drinnen stehen, bezogen auf diesen grün markierten Trend. Also das Bild, was wir hier gesehen haben, was ich letzte Woche Freitag noch gezeigt habe, wo ich gesagt habe, wenn wir hier abprallen, dann wäre das eher bärisch zu sehen. Das ist nicht passiert. Der Markt ist hier weiter im Bullenmodus und gestern mit diesem starken Schub nach oben weit in die Widerstände hier oben reingelaufen. Hier, wir haben es gesehen, das hoch über die 12.600 Punkte-Marke im Schluss, in Summe gestern auch ein Tag wie bei vielen anderen Indizes mit so einem Außenstab. Eröffnungskurs und Schlusskurs liegen extrem nahe beieinander. Das heißt, der Markt hat sich hier oben gehalten. Das ist das gute Zeichen. Es kommt jetzt halt darauf an, was heute und hier passiert. Für die kurzfristigen Trader ist es interessant. Wir haben hier auf dieser Kerze den oben und unten sozusagen die Außengrenzen. Also hier schön den Außenstab zu sehen. Und da muss der Markt sich jetzt lösen. Aktuell sind wir hier mittendrin statt nur dabei. Das heißt, wenn wir uns das mal in den kleinsten Zeiteinheiten anschauen, das machen wir auch gleich mal. Ich will nur mal oben und unten hier die entsprechenden Begrenzungen dran machen. Das ist die Oberseite, hier unten haben wir die Unterseite. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Der Markt in den fünf Minuten wieder aufwärts gerichtet aktuell. Wir brauchen also hier entsprechend die Fortsetzung. So, jetzt schauen wir es uns mal an. Wir haben hier in diesem Bereich das Tagestief von gestern, hier das Tageshoch von gestern. Und hier sehen wir momentan, da ist aktuell nichts los. Ne? Wir haben hier zwischendrin die flache Range hier. An der Oberseite, ich klemme da mal die Preisschildchen dran, auf der einen Seite hier oben das Hoch bei ungefähr 12.570 und dann geht der flache Seitwärtsschub hier weiter unten ran um die Marke von ca. 12.495 Punkten. Da ist aktuell nicht viel zu holen. Spannend wird es dann, wenn wir eine Richtung drüber oder drunter finden, weil dann gibt uns der Markt wieder die Richtung vor, wie es weitergehen soll. Diejenigen, die hier schon immer mal die Ranges auch traden, die wissen ja mittlerweile, es macht keinen Sinn, irgendwo im Gedümpel zu traden, sondern auf die richtige Signallage zu warten. Und die hätten wir dann hier oben oder hier unten gegeben, wenn hier zum Abprall oder zum Bruch angesetzt wird. Dann haben wir die faktischen Signallagen, beziehungsweise im ganz kleinen Bereich, wenn wir oben über diese Range oder unten drunter über diese kleine oder unter die diese kleine Range ausbrechen, dann gibt uns das eine Richtung vor. Schön zu sehen wäre es halt, wenn die positive Dynamik da bleibt für die Longs. Das heißt, dass wir hier das Kleine, was wir hier jetzt mal sehen, ich zeichne es mal ganz kurz ein. Also dieser Schub nach oben, dann die Korrektur. Und wenn wir dann hier an dieser Stelle im Kleinen nach oben laufen, dann haben wir Chancen ranzulaufen. Wie schon gesagt, wir müssen dann über diese Obermarke drüber. Und wenn wir das machen, dann kann man sich schon ein Stückchen vom Kuchen abschneiden auf der Oberseite. Und hier wird es dann interessant zu sehen, was der Markt hier oben macht. Aber noch haben wir es nicht und das Bild ist weiterhin. Diffus. Das heißt, wir sehen an den Märkten zwar weiterhin aktuell schön die Aufwärtsdynamik. Das kam einfach aus dieser Sache heraus, dass Trump äh, und Xi sich mit der ganzen Handelsthematik wieder mal auf einen kleinen Friedens, äh, ja, Friedenszeitraum geeinigt haben. Ob dann am Ende was bei rauskommt, weiß man nicht. Das heißt, jetzt muss geliefert werden. Wird nicht geliefert, dann können die Märkte ganz schnell auch wieder in die andere Richtung fallen. Wenn geliefert wird, könnte das hier deutlich für Erleichterung sorgen, weil das rückgängige Wirtschaftswachstum, das hat halt auch mit diesen Handelsstreitigkeiten zu tun. Und wenn hier wieder die Wolken vom Himmel verziehen, dann kann sich das Ganze auch ganz, ganz anders entwickeln. Das also hier ein kleiner Blick in den DAX hinein. Jetzt geht es auf den Handel. Zu 8.52 Uhr haben wir in 8 Minuten geht die Haupthandelszeit hier in Deutschland los. Allen gute Trades. Wir hören und sehen uns morgen wieder vor dem Briefing um 8.30 Uhr. Gibt es natürlich den Blog-Eintrag, wie immer auf und danach direkt ins Webinar rein. Fragen dann auch im Nachgang, wie immer noch gern. Ansonsten gute Trades, bis morgen. Tschüss.